Die Flagge weht von ganz oben. Der HSV hat jedes Spiel gewonnen in der Regionalliga Nord und das macht dann am Ende natürlich die Tabellenführung mit dem Plakat in Erinnerung an den Weltfrauentag. Soll auch im Derby heute St. Pauli das nächste Opfer der Siegesserie der Gastgeberinnen werden. Hamburg haushoher Favorit. Schiedsrichterin der Partie Jasmin Stur. Die beiden Kapitäninnen klatschen nochmal ab und dann geht's los in das Spiel, das auch von Beginn an sehr einseitig ist. Erste Aktion der Hamburgerinnen in Weiß und Rot. Und dann steht's schon 1:0 in der fünften Spielminute. Eigentor von Lina Jubel. Angriff schön vorgetragen über rechts. Und dann sieht die Abwehr da natürlich etwas unglücklich aus. Und mit dieser Führung im Rücken kann natürlich der HSV jetzt auch extrem befreit aufspielen. Das ist Morich, setzt sich da gut durch gegen zwei Verteidigerinnen. Der Schuss dann etwas zu unplatziert. Und es zeigt sich hier einfach konsequent dasselbe Bild. Die Hamburgerinnen nur im Vorwärtsgang. Schon wieder Morich und schon wieder Tor. 2:0. Für den Tabellenführer. Viel zu frei da im 16er. Dann bleibt sie natürlich cool. Mbungu kommt zu spät. Und dann schon die frühe, komfortable Führung in der 22. Spielminute. Von den Gästen nichts zu sehen. Dann dieser Fehlpass von Mbungu. Nutznießerin ist Stolz. Die schön da auf Schulz. Und Schulz dann exzellent in die Mitte und dann steht es hier tatsächlich 3:0 für die Favoritinnen. Die Amazonen des HSV spielen den Gegner hierher. Wieder Morich mit dem Treffer. Das ist auch in der Höhe schon nach weniger als einer halben Stunde verdient. Dann Spielunterbrechung und Trainer Jan-Philipp Kaller stimmt seine Spielerinnen nochmal ein. Die Torwartin Tara Zimmermann hat sich verletzt. Für sie kommt Friederike Ihle auf den Rasen. Auch Doppeltorschützin Morich spendet Applaus. Die will aber natürlich noch die ein oder andere Bude einschenken. Auch Horst Rubesch, gern gesehener Gast hier natürlich, an der Ulzburger Straße am Kunstrasenplatz, auf dem Hamburg weiter Druck macht. Exzellenter Pass in die Tiefe und dann Morich mit der Chance auf den Hattrick. Der geht aber knapp daneben. Die Gästefans haben trotzdem nichts zu feiern. Donges mit der super Flanke sucht Morich und dann doch der Hattrick, Fragezeichen. Die Assistentin hat etwas dagegen. Hauchdünne Abseitsentscheidung, so bleibt es beim hochverdienten 3:0 zur Pause. Die Hamburg-Fans feiern ihre Mannschaft farblich. Im zweiten Durchgang setzt dann der Schneesturm ein, den Walküren auf dem Rasen. Macht das natürlich wenig aus. Das ist Baum, die da fast die komplette Abwehr von St. Pauli naht. Chance lebt da noch weiter. Und weil sie weiterlebt, fällt ja auch das 4:0. Perfekt platzierter Schuss aus der Distanz. Und der HSV spielt hier wirklich Katz und Maus im Derby mit St. Pauli. Ihle machtlos im Kasten und Svea Stolt mit dem Tor. Und immer wieder Hamburg, die erste Stunde gehört wirklich nur den Gastgeberinnen. Der Schuss ist zur Abwechslung mal nicht drin. Von St. Pauli kommt einfach viel zu wenig, um hier von einem Spiel auf Augenhöhe zu sprechen. Die linke Seite sowieso beliebt beim HSV und deshalb fällt hier auch im Nachsetzen das 5:0. Hanna Günther kriegt da die unfreiwillige Vorlage von Lisa Baum. Und natürlich auch mindestens zu 50% das Tor für Morich.
mit dieser tollen Hackenvorlage. Spiel zu diesem Zeitpunkt natürlich längst entschieden. St. Pauli dann auch mal mit einer Offensivbemühung. Und dann das Foulspiel von Donges. In einem insgesamt sehr, sehr fairen Spiel kriegt sie hier die gelbe Karte. Aber dann mal Standardsituation für St. Pauli. Lela Navat im Tor der Hausherrin hat hier überhaupt nichts zu tun und hat auch jetzt wenig zu tun. Kein Problem, dieser Freistoß. Dann aber nochmal St. Pauli, unfreiwillig vorbereitet von Günther. Das ist Jonsson und das ist die Latte. Und das ist nicht der Ehrentreffer für die Gäste im Derby. Spielerin des Spiels verlässt dann den Platz. Carla Morich, bärenstarke Partie von ihr. Für sie kommt Flöter auf den Rasen für die nicht mehr so spannende Schlussphase. Das war nochmal Marquardt und das ist dann auch der Abpfiff. Hamburg schlägt hochverdient St. Pauli und thront weiter an der Spitze in der Regionalliga Nord. Ja, danke erstmal. Also ich würde sagen, wir sind ganz gut ins Spiel gestartet. Wir haben viel Ballbesitz, das wissen wir auch. Und man muss einfach Chancen kreieren und Tore schießen. Und ich glaube, das haben wir dann ganz gut gemacht. Wir sind aber in den ersten gerade 30 Minuten nicht so richtig in die Zweikämpfe reingekommen. Und dann ist das schwer, gegen ein sehr ballsicheres Team irgendwie Fuß zu fassen. Und Pokal am Mittwoch, da gilt es für uns jetzt irgendwie ein bisschen an das anzuknüpfen, was wir am Ende der Hinrunde geleistet haben, auch eine gute Siegerserie gestartet haben. Und ja, aber heute Zweikampfverhalten ein bisschen gefehlt. Der Zug nach vorne und die Ballsicherheit, die wir auch eigentlich auf dem Kunstrasenplatz, auf einem guten Platz haben, hat uns heute gefehlt. Und das muss auf jeden Fall zur nächsten Woche besser werden. Also ich muss sagen, natürlich war eine super Teamleistung. Tore zu schießen ist immer gut, aber die wurden mir auch perfekt aufgelegt. Also von daher lief es gut, würde ich sagen.